Hallo ihr Lieben, seit 8 Jahren versuche ich auf die Problematik mit den Pferdeprofis hinzuweisen und die Kritik lief immer ins Leere. Ich habe so viel Ärger gekriegt, bin verklagt worden wegen dem Buch über die Pferdeprofis und das Mustang Makeover. Und jetzt endlich hat es gewirkt. Was genau passiert ist, erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, einen Teilerfolg hatte ich ja vorher schon. Nach dieser Kritik, am Anfang war ich nicht ganz allein auf weiter Flur. Da gab es noch eine Satirikerin, die jede Sendung wirklich sehr, sehr lustig beschrieben hat. Eine ihrer Satiren findet ihr auch hier in meinem Buch, die Pferdemafia. Und die Sandra Schneider ist ja relativ schnell gecancelt worden. Aber der Bernd Hackl hat sich gehalten und gehalten und gehalten. Und auch die Katja Schnabel hat es jahrelang gemacht und jetzt endlich ist das Team ausgetauscht worden. Ist das jetzt wirklich eine Verbesserung oder ist das ganze Konzept der Sendung einfach, egal wer es macht, ist Mist? Ist die eine Frage. Und die andere Sache, die ich jetzt als wirklichen Erfolg sehe, was ich besprechen will, das ist endlich werden auch mal die Könner im Fernsehen gezeigt, nämlich die Turnierreiter, wo ja sowohl der Bernd Hackl als auch die Sandra Schneider immer auf den Turnierreitern rumgehackt hat, die per se als Tierquäler dargestellt worden sind. Allerdings ist der Turnierreiter in der Sendung von letztem Samstag noch nicht dabei gewesen. Das ist der kleine Bruder von dem Grischa Ludwig, der also auch bei den Weltmeisterschaften für Deutschland antritt, und dem Sascha Ludwig, den ich persönlich kenne, der eben auch ein Turnierrichter bei der EWU ist. Niklas Ludwig hatte ich vorher noch nicht gehört, aber ich habe gesehen, der reitet Turniere und ich finde, das ist ein Wahnsinnserfolg. Da soll mal einer sagen, dass die Kritik nicht gehört wird. Da gibt es noch einen weiteren Mann, das ist der Uwe Weinzierl. Und da habe ich schon 2 React-Videos zu gemacht, die tue ich euch in die Infobox. Und wie die Sendung beurteilt worden ist, das könnt ihr nachlesen in einem offenen Brief von der Babette Teschen zu dieser Sendung. Da will ich mich jetzt gar nicht so groß zu der Sendung äußern, weil sie hat alles gesagt, was man sagen kann. Und ein Kritikpunkt war eben, dass er das Seil so um die Hand wickelt oder halt was über den Ellenbogen so hat. Aber da hat er in meiner Facebook-Gruppe, die heißt auch die Pferdeprofis an der Bande, hat im Moment Regenzulauf. Da ist ein Video geteilt worden, wie er erklärt, warum er das so um seine Hände wickelt. Und das ist aber durch Loslassen auch sofort durchflutscht. Also es gibt eine Regel im Natural Horsemanship und die heißt, es kommt drauf an. Und was jetzt diese Seilhaltung betrifft, da, wenn man Arthrose in den Händen hat, gibt es vielleicht auch mal Sonderregeln, die ich ihm zugestehe, ob ein Pferd am Ende in den fahrenden Hänger rein muss, ob es da einen Mehrwert gibt. Dazu empfehle ich halt diesen offenen Brief von der Babette Teschen. Meine persönliche Erfahrung, das war eben, und das kann er, wenn ein Pferd wirklich sofort in den Hänger muss, dann kriegt er das in den Hänger. Was man ja bei Bernd Hackl und bei Sandra Schneider nicht immer so gesehen hat, dass sie das Problem gelöst haben. Nachdem ich das Video aufgenommen hatte, hat sich auch die Sandra Schneider zu den Pferdeprofis geäußert, zu den neuen Uwe Weinzierl und Kenzie Diesli, und hat sich erst darüber beschwert, wie viel Hass sie selbst geerntet hat. Und dann hat sie aber selbst den Uwe Weinzierl wegen tierschutzwidriger Methoden kritisiert, vergisst dabei aber, dass der Uwe Weinzierl immerhin eine Lösung hat. Ist auch eben in diesem Buch immer wieder geschrieben, man hat ein Problem, klebende Pferde. Und die Lösung ist, das Pferd wird auf dem Reitplatz geritten, während das klebende Pferd neben dem Reitplatz steht. Dann gibt es natürlich auch gar kein Problem. Das war so eine Augenwischerei. Und das ist jetzt mal was, wo man dem Uwe Weinzierl sagen muss, wenn man den holt, am Ende ist das Pferd im Hänger. Das habe ich selbst erlebt und beschreibe das halt in diesen Videos in der Infobox. Wo ich aber vor allem was zu sagen will heute, das ist halt die Kenzie Diesli. Natürlich sagen muss, ihr Vater hat das erste Quarter Horse nach Europa gebracht und da ist natürlich der Name auch schon die Bekanntheit, die einem das bringt, ne? Wie bei all diesen Horsemen, die dann einfach durch ihre Eltern bekannt werden und das nicht unbedingt heißt, dass die jetzt total gut sind. Und
Wenn man das jetzt am Pirelli-Programm misst oder beim Instruktor ist, würde ich den Instruktor auf jeden Fall vorziehen, ich persönlich. Aber ich fand es gut, dass sie sich spontan sofort aufs Pferd gesetzt hat. Ich glaube auch nicht, dass das ihr Ansatz wäre, mitten ins Problem reinzugehen, weil sie ja sofort gesagt hat, wir haben das Problem zwar jetzt gesehen für die Kamera, das wird sie nicht gesehen haben müssen. Wir gehen jetzt auf den Platz und machen Bodenarbeit und dafür ein ganz großes Plus. Und so prompt sie das auch gesagt hat. Und man konnte auch sehen, als sie sich draufgesetzt hat, es ist nicht mein favorisierter Weg, ins Problem reinzugehen, aber sie hat sich draufgesetzt und das Pferd war schon ruhiger. Wo dann auch so ein bisschen die Botschaft rüberkommt, das Problem liegt gar nicht beim Pferd. Und das, finde ich, ist der allergrößte Erfolg, den wir mit unserer Kritik auch in dieser Facebook-Gruppe mit fast 10.000 Mitgliedern erreicht haben, dass man immer dem Pferd das Problem zuschiebt und nicht sagt, ja, der Mensch ist das Problem. Und hier konnte man eben auch sehen, dass sie beim Longieren zum Beispiel gesagt hätte, mal, wenn du die Richtung wechselst, bist du ja diejenige, die sich bewegt, dass sie dieses Wer bewegt wen Konzept aufgegriffen hat. Also das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen, muss man wirklich mal sagen. Und das ist auch, weil es gibt oft bei den Pferdeprofis, also bei diesen alten Pferdeprofis im Buch, halt so Probleme, wo man wirklich denkt, ja komm, was, dann nehme ich 1, 2 Stunden Unterricht, dann habe ich das Problem im Griff. Aber dieses alleine ins Gelände gehen oder im Gelände so spannig sein und dann nach Hause wollen, das ist ein Problem, was wirklich nicht so einfach ist. Wo ich auch denken würde, wenn ich da Kunden hätte, man muss halt die 7 Spiele durch, man muss die Beziehung stärken, man muss das Horsemanship der Leute stärken, an den Leuten vor allem arbeiten. Und wenn die Beziehung dann stimmt, dann löst sich dieses Problem mit der Zeit in Luft auf. Na, das ist mal ein Problem, wo ich denke, da sind 6 Wochen auch wirklich angemessen und dafür haben sie es gut gemacht. Halt, ne, sowas dauert Monate. Viele Probleme von Hackel, Schneider, Schnabel, da habe ich gedacht, wo ist denn eigentlich das Problem? Aber hier war eins. Ne? Und da denke ich halt, allein die Kenzie Deasley, das war es wert, so viele Jahre immer beharrlich an der Kritik zu bleiben. Und der Niklas Ludwig erzähle ich euch beim nächsten Mal von. Abschließend möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass ich hier ein Buch geschrieben habe. Da geht es um das Gesetz der Anziehung. Ich habe einen Mann beim Universum bestellt, eigentlich sogar noch zwei, aber im Endeffekt geht es vor allem, habe ich mit diesem ersten Mann dieses Buch auch zusammen gemacht. Und da geht es auch um Seelenreisen, da geht es eben um Bestellungen ans Universum. Da wird es total lustig, aber es geht auch ums Pferd. Und da tue ich euch hinten in den Abspann eine Playlist rein, wo ich zum Beispiel diese Phase 4 an dem Falco, an diesem Mann ausprobiere. Der wollte es wissen und der wollte es fester. Und das ist mal ein Pluspunkt, dem ich den Uwe Weinzierl noch zugestehe, dass er auch mal zeigt, es ist nicht immer nur hübsch im Pferdetraining. Und auch mal eine Phase 4 zeigt. Allerdings nicht immer im richtigen Moment und leider auch mit viel zu viel Stimmeinsatz, viel zu viel Geschnalze, viel zu viel Gerede, viel zu viel Show. Ne, eine Phase 4 muss emotionslos, tack, knackig sein. Das wird in dem Buch unter anderem erklärt. Das ist auch ein Widerstandsbuch, wie man nämlich mit guter Gedankenkraft auch diese Agenda besiegen kann. Mit, ne, gewaltlos eben auch, aber eben auch ja, mit einem Nein, einem klaren Nein. Und diese Agenda, die beschreibe ich in diesen beiden Büchern. Ich finanziere meinen Kanal über den Verkauf von Büchern, bin aber auch auf Spenden angewiesen, weil ich ja den Prozess gegen die Ariane Tellen, beziehungsweise ihren Lebensgefährten, den Stefan Karp, verloren habe. Und tue euch da auch die beiden anderen Videos, die das betreffen, mit in die Infobox. Bis zum nächsten Mal. Ciao.